feierte er seinen 76. Geburtstag, leider immer noch ans Krankenbett gefesselt. Wir wünschen ihm von hier aus alles Gute und ich hoffe auch in Ihrem Namen, verehrte Zuschauer. Die Rumpelkammer wird heute also wieder geöffnet von Friedrich Schönfelder. Wir haben ihn kurz vorher in unser Studio gebeten und freuen uns, dass Sie da sind. Herr Schönfelder, die Aufregungen der ersten Sendung sind kaum verklungen. Schon steht die zweite ins Haus. Wie fühlen Sie sich denn heute? Ach danke, ausgezeichnet. Vor allem, weil Willi Schwabe mich wissen ließ, dass ihm meine erste Rumpelkammer-Sendung gefallen hat und er sich wünscht, dass wir in diesem Sinne weitermachen. Tja, und was sagen die Zuschauer? Bei den Zuschauern möchte ich mich für viele freundliche Zuschriften bedanken. Ich kann natürlich auch alle jene gut verstehen, die es sehr bedauern, dass Willi Schwabe sie nicht mehr in der Rumpelkammer begrüßen kann. Aber da es ja nun Willi Schwabes Wunsch ist, dass die Rumpelkammer am Leben erhalten bleibt, werden wir bemüht sein, Sie, liebe Zuschauer, weiterhin in seinem Sinne mit sehenswerten alten Filmen gut zu unterhalten. Also das war eine Ansage, die ich nicht hätte besser machen können. Ich denke, Sie alles werden das mit Bravour tun und jetzt schnell in die Rumpelkammer. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Und Ihnen, liebe Zuschauer, möchten wir noch kurz das gesamte Abendprogramm vorstellen. Auf zwei Sendungen des Abends möchte ich besonders hinweisen. Um 21 Uhr Vorsicht Falle Spezial. Gauner und Ganoven haben längst den Osten Deutschlands entdeckt. Damit Sie auf die faulen Tricks der Betrüger eben nicht hineinfallen, sollten Sie ruhig mal reinschauen. Moderatorin ist Sabine Zimmermann. 23.05 Uhr dann der französische Spielfilm Liebe Unbekannte. Louise, dargestellt von Simone Signoret, möchte nicht mehr allein den an den Rollstuhl gefesselten Bruder, gespielt von Jean Rochefort, versorgen. Von einer Heiratsannonce erhofft sie sich viel. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder in unserer Rumpelkammer zu Gast sein wollen. Vier Filme habe ich heute für Sie im Programm. Lauter Lügen, geschrieben von Hans Schweikart, inszeniert von Heinz Rühmann. Das Fräulein von Barnhelm, sehr frei nach Lessing, inszeniert von Hans Schweikart. Das Haus in Montevideo von Kurt Götz. Und der vierte Film, mit dem ich beginnen möchte, ist eine deutsche Verfilmung von Pygmalion, dem erfolgreichen Bühnenstück des großen irischen Spötters George Bernard Shaw, kurz GBS genannt. Sehen Sie also jetzt Szenen aus dem 1935 gedrehten Pygmalion-Film, den Erich Engel inszeniert hat. Das ist die Geschichte des Londoner Blumenmädchens Eliza Doolittle, hier treudeutsch Elisa genannt, die vom Sprachprofessor Higgins aufgrund einer Wette mit seinem Freund Oberst Pickering zu einer perfekten Lady umerzogen werden soll. Das ist mehrmals verfilmt worden. Auch in England natürlich, dort mit dem großartigen Leslie Howard. Und damals, also in den 30er Jahren, wurde in Berlin scherzhaft gesagt, ja, so wie dieser Leslie Howard möchte Gründgens auch gern sein. Gründgens, damals bereits Generalintendant des Schauspielhauses am Gendarmenmarkt, spielt also den Higgins. Jenny Hugo ist die Eliza. Hedwig Bleibtreu, die große Dame vom Wiener Burgtheater, ist Mutter Higgins und als Oberst Pickering sehen Sie Anton Etthofer. Um das Ganze jetzt etwas noch aufzulockern und filmischer zu gestalten, wurden noch Szenen von einem großen Galaempfang und von einem Renntag in Ascot hinzugeschrieben. Und darüber, wie weit die Umerziehung jetzt bereits vorangekommen ist und mit welchen Rückfällen in den altgewohnten Rinnstein-Dialekt eventuell noch gerechnet werden muss, wollen wir uns jetzt informieren. Guten Tag, Mutter. Sag, Herr Oberst. Da willst du mich nicht mit der jungen Dame bekannt machen? Ach so, das ist Fräulein Doolittle, meine Mutter.
Ach, irgendein Blumenmädchen. Ein Experiment. Bitte, nimm Platz. Wir haben sie von der Straße aufgelesen. Ach, soll das heißen, dass sie dich aufgelesen hat? Aber Mutter, ich bitte dich doch keine Liebesgeschichte. Schade, sie sieht doch reizend aus. So? Wir haben sie hier im Hause aus wissenschaftlichen Gründen. Ja, wohnt sie denn hier? Warum soll sie denn nicht hier wohnen? Oberst Pickering, wollen Sie mir bitte erklären, was hier im Hause eigentlich vorgeht? Ja, schuld daran ist überhaupt Pickering. Wir haben so etwas wie eine Wette abgeschlossen. Ihr Sohn will dieses Mädchen in 6 Monaten so weit bringen, dass man sie in der besten Gesellschaft vorstellen kann. Ob du da gerade der Richtige bist? Nimm doch bitte die Hände aus den Taschen. Ich werde es dir beweisen. Du hast ja keine Ahnung, du hast ja keine Ahnung, wie das Mädchen vor 14 Tagen noch gesprochen hat. Sie hat eine außerordentliche Begabung und ein überaus feines Gehör. Ja, gestern war wir mit ihrem Konzert, heute pfeift sie jede Melodie. Ihre Anpassungsgabe ist erstaunlich. In 3 Wochen auf dem Rennen wird sie sich schon bewegen, als gehöre sie zur besten Gesellschaft. Schade, dass wir nicht in die Sonne sitzen. In der Sonne. Das Resultat. Wie konnte denn so etwas passieren? Es war das Werk wenige Minuten. Ehe ich mich dessen versah, befand ich mich in einem Handgemenge. Ich wurde bedrängt, bis Sie erschienen. Es war sehr edel von Ihnen, mein Herr. Gehen wir, Pickering. Bestimmt haben Sie eben Hans Richter erkannt, in der Rolle des Eisverkäufers, nicht? Er spielt den eigens für den Film erfundenen Bruder Elisas. Gustav Gründgens war, anders als auf der Bühne, bis zu Pygmalion im Film immer, oder sagen wir fast immer, auf zwielichtige Typen, auf Ganovenrollen festgelegt worden. Und hier kann er nun eine ganz andere Seite zeigen. Und es macht Vergnügen, die geschliffenen Schorschendialoge aus seinem Munde zu hören. Ja, jetzt auf zum Empfang in der Botschaft. Pickering, Professor Hegel. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich bin sehr glücklich, dass ich kommen durfte. Wo ist Pickering? Guten Abend, Professor. Wie geht es Ihnen? Danke, ausgezeichnet. Kommen Sie, ich möchte Sie mit einigen Damen bekannt machen. Anybody?
Fräulein Gruppenstiefel. Ich möchte Sie mit Fräulein Tulli zum Kanzler. Oh, sehr freundlich. Aber nein, Lord Douglas, mein Mann weiß es ja ganz genau. Oberst Pickering ist ja sehr diskret, aber die Sache ist ja weit interessanter. Sie soll nämlich eine Tochter des Herzogs von Brighton sein. Doolittle? Hat die nicht den Ozeanflug mitgemacht? Du, sie tanzt. Eine echte Herzogin. Pick, ich glaube, ich habe meine Wette gewonnen. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen. Jedenfalls ich nicht. Pick, komm, trinken. Vergessen Sie nicht, das Licht auszumachen, Elisa. Oder sagen Sie Frau Pierce, dass ich keinen Tee zum Frühstück haben will. Ich will Kaffee haben. Im Donnerwetter, wo sind denn meine Pantoffeln? Wo sind denn die Dinger? Da haben Sie Ihre Pantoffeln. Da! Und ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht einen glücklichen Tag mehr darin haben. Ja, um Gottes Willen, was ist denn los? Ist was passiert? Nichts ist passiert. Ich habe Ihnen Ihre Wette gewonnen. Das genügt Ihnen. Ich selbst komme dabei wohl nicht in Betracht. Sie haben meine Wette gewonnen, Sie eingebildeter Fratz. Ich habe meine Wette gewonnen. Warum haben Sie mir die Kartoffeln in den Kopf geworfen? Weil ich Sie am liebsten umbringen würde, Sie brutaler Egoist. Warum haben Sie mich nicht gelassen, wo ich war? Wie können Sie sich erlauben, Ihre Launen an mir auszulassen? Setzen Sie sich hin! Seien Sie still! Was soll aus mir werden? Ja, wie soll ich denn wissen, was aus Ihnen werden soll? Ich weiß, dass es Ihnen gleichgültig ist. Ihnen wäre es ja auch egal, wenn ich tot wäre. Ich bin nichts für Sie! Nicht so viel wie das Pantoffel! Der Pantoffel? Der Pantoffel. Ich dachte nicht, dass das im Augenblick wichtig sei. Warum führen Sie sich eigentlich so auf? Darf ich fragen, ob Sie sich über die Behandlung hier zu beklagen haben? Nein. Hat sich irgendjemand schlecht gegen Sie benommen? Oberst Pickering? Frau Pierce? Jemand von den Dienstboten? Nein. Ich nehme nicht an, dass Sie am Ende behaupten wollen, ich hätte mich schlecht gegen Sie benommen. Nein. Und das freut mich. Vielleicht sind Sie müde von der Anstrengung dieses Tages. Wollen Sie ein Glas Sekt? Nein. Dankeschön. Sehen Sie, Elisa, Ihre Aufregung ist ganz natürlich. Der Empfang beim Botschafter hat Ihnen Sorgen gemacht. Dann ist ja jetzt alles vorüber. Ja, für Sie ist alles vorüber. Oh Gott, ich wollte, ich wäre tot. Warum denn? Warum, um Himmels Willen? Sind Sie denn nicht froh, dass alles vorüber ist? Wozu tauche ich denn jetzt noch? Was soll ich denn anfangen? Was soll denn aus mir werden? Ach, das regt Sie auf. Darüber würde ich mir an Ihrer Stelle keine Sorgen machen. Ich kann mir gar nicht denken, dass es für Sie so schwer sein sollte, etwas Passendes zu finden. Ich muss allerdings sagen, mir ist niemals der Gedanke gekommen, dass Sie mich verlassen wollen. Aber Sie könnten doch heiraten. Vielleicht könnte meine Mutter einen netten Mann finden, der gut zu Ihnen passt. Bevor Sie sich in mein Leben einmischten, war ich über so etwas erhaben. Was meinen Sie damit? Ich habe zwar Blumen verkauft. Mich selbst habe ich nicht verkauft. Doch jetzt, wo Sie eine Dame aus mir gemacht haben, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Hätten Sie mich doch gelassen, wo ich war. Ach, du liebe Zeit. Ja, meine, es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Pickering zum Beispiel. Pickering könnte Ihnen einen Blumenladen kaufen.
meine, es wird schon alles gut werden. Ja, nun gehen Sie endlich zu Bett, nicht? Ich bin furchtbar müde. Also, nicht wahr? Warum bin ich eigentlich zurückgekommen? Ich wollte doch noch irgendetwas. Ihre Pantoffel. Ach so, ja. Die haben Sie mir ja an den Kopf geworfen. Ehe Sie gehen, mein Herr. Wie bitte? Gehören meine Kleider mir oder Oberst Pickering? Pickering? Was soll denn der damit anfangen? Vielleicht braucht er sie für das nächste Mädchen, das Sie von der Straße auflesen, um ihre Experimente zu machen. Sehen die Gefühle, die Sie uns gegenüber haben, so aus? Über Gefühle wollen wir nicht reden. Ich möchte nur wissen, ob irgendetwas mir gehört. Meine eigenen Kleider sind ja verbrannt worden. Und als Diebin möchte ich nicht dastehen. Räumen Sie das ganze Haus aus, wenn Sie wollen. Nur den Schmuck müssen Sie da lassen, der ist ausgeliehen. Einen Moment bitte. Da, da. Da haben Sie alles. Schließen Sie es gut weg. Geben Sie her. Wenn das mir gehörte, nicht dem Juwelier, dann würde ich Ihnen das ganze Zeug in Ihren undankbaren Rachen stopfen. Hier, dieser Ring, der ist nicht vom Juwelier. Den haben Sie mir geschenkt. Aber jetzt will ich ihn auch nicht mehr. Schlagen Sie mich nicht! Ich Sie schlagen, Sie undankbares Geschöpf! Wie können Sie mir so etwas zutrauen? Sie haben mir einen Schlag versetzt! Mitten ins Herz haben Sie mich getroffen! Das freut mich! Das freut mich! Sie haben mich dazu gebracht, dass ich meine Selbstbeherrschung verloren habe, was mir bis jetzt noch nie passiert ist. Ich halte es für besser, nichts mehr zu sagen. Ich gehe zu Bett. Bitte schön. Aber vergessen Sie nicht, wegen des Kaffees einen Zettel für Frau Piers hinzulegen. Denn ich werde sie nicht mehr sagen. Zum Teufel mit dem Kaffee. Ohrfeigen könnte ich mich, dass ich mein Vertrauen an ein so herzloses Geschöpf vergeudet habe. Tja, das Experiment ist gelungen, aber Eliza ist inzwischen auch zu einer recht selbstbewussten jungen Frau geworden. Shaw lässt es offen, ob die Geschichte gewissermaßen happy endet oder ob Eliza und der Professor nun wieder getrennte Wege gehen werden. Er soll ja, heißt es, zwei verschiedene Schlussszenen geschrieben haben, für jede Möglichkeit eine. Hier im Erich-Engel-Film sieht es nach einem versöhnlichen Ende aus. Das wird zumindest angedeutet. Übrigens ebenso wie in dem später entstandenen Musical My Fair Lady, das nach dem Stück geschrieben wurde. Wenn man heute Pygmalion auf einer Bühne sieht und auch My Fair Lady kennt, denkt man unwillkürlich bei so mancher Szene, also jetzt müssten sie eigentlich anfangen zu singen. Ganz seltsam. Um Liebe geht es, ja fast möchte ich sagen, natürlich auch in lauter Lügen. Das Stück, nachdem der Film gedreht wurde, hat Hans Schweikart geschrieben. Eine unterhaltsame Komödie, ohne besondere Ansprüche, aber mit reizvollen, pointierten Dialogen. Und diese Dialoge waren es, die Heinz Rühmann veranlassten, einmal nicht zu spielen in einem Film, sondern Regie zu führen, und zwar zum ersten Mal. Zur Handlung. Ehefrau bewahrt mit Hilfe ihrer Freundin den Ehemann vor einem Seitensprung. Rühmann erinnert sich. Lauter Lügen ist eine Komödie und entsprechend schwierig zu inszenieren. Immer auf der Grenze zwischen Heiterkeit und Ernst. Aber gerade das macht es ja so reizvoll. Wir sehen jetzt Albert Matterstock in der Rolle des leichtsinnigen Rennfahrers von Dörr, der während eines Kuraufenthaltes mit der attraktiven Joan Bennett, gespielt von Hilde Weißner, angebandelt hat, die jetzt einer Bombe gleich in die Dörrsche Ehe hineinplatzt. Hertha Feiler spielt die Ehefrau, die durch die Umstände nahezu gezwungen zu großer Form aufläuft. Mit der unfreiwilligen Hilfe eines Freundes, gespielt von Johannes Riemann, gelingt es ihr, ihre Ehe zu retten. Die dankbarste Rolle in Lauter Lügen hat ohne jeden Zweifel Vita Benkow. Sie spielt die Freundin der Ehefrau, des Ehemannes und der Joan Bennett, also die Freundin schlechthin. Wo ist Gerda? Na, Tag, ihr
erstmal, wegen der Höflichkeit. Sag Elisabeth, wo ist Garda? Garda ist zu Hause. Komm nur, mein Wagen steht draußen. In 10 Minuten kannst du sie umarmen. Garda konnte nicht abkommen. Das arme Kind steckt immer noch in der Dunkelkammer. Ach, wegen der halben Stunde hätte sie sich doch freimachen können, wo ich 8 Monate verreist war. Noch. Du weißt doch, wie das ist. Wenn die Redaktionen pfeifen, dann muss sie springen. Apropos springen, wie geht's in deinem Bein? Danke, danke, danke. Manchmal tut's doch weh. Sag mal, du widerliche Person, Garda freut sich wohl mächtig auf mich, was? Sie kniete andächtig vor deinem Bild und sagte, ich bin fest überzeugt, dass mein Mann mich liebt, Mrs. Bennet. Bestimmt tut er das. Aber mich liebt er auch und jetzt weiß er nicht, wohin er lieben soll. Ich mache mir da gar nichts vor. Und was erwarten Sie jetzt von mir? Dachten Sie, dass ich Ihnen meinen Mann auf einer Schüssel servieren werde? So, bitte bedienen Sie sich. Ich dachte mir bloß, wenn er uns beide hier sieht, dann... Ach, dann wird er um uns würfeln. Meine liebe Mrs. Bennet, Sie sind mir an sich sehr sympathisch. Danke, gleichfalls. Aber ich bin die Frau eines Rennfahrers und pflege nicht vor, dem Ziel aufzugeben. Ich nehme den Kampf auf. Also doch ein Hinausruf? Keineswegs. Nur die Bitte, mich jetzt allein zu lassen. Ich denke nämlich gar nicht daran, Andreas hier gemeinsam mit Ihnen zu empfangen. Wie schade. Hübschen Tisch haben Sie hier. Finden Sie? Ja, reizend, teuer. Alte Bretter und 10 Mark Macherlohn. Sie sind wirklich eine kleine Künstler. Mich hätte bestimmt das 5-fache gekostet. Eigentlich schade, dass wir 2 Feindinnen sind, nicht? Vielleicht ist Happy es gar nicht wert. Sie wollen ihn aber trotzdem haben. Genau wie Sie. Nur habe ich den Trauschein. Und ich habe 5 Monate Vorsprung. Die hole ich in 5 Stunden auf. Da sind Sie schon. Guck nicht mal zum Fenster aus, finde ich aber komisch. Arme Kind ist sicher noch in der Dunkelkammer. Ich will Ihnen beweisen, dass ich großzügig bin. Wollen Sie heute Abend mit uns zusammen sein? Heute Abend bei Ihnen? Nein, bei meiner Freundin. Sie gibt ein Fest für Andreas. Wollen Sie kommen? Ich danke Ihnen sehr. Oh, verzeihen Sie, es ist im Moment kein anderer Ausweg. Oh, höchst romantisch. Liebling, du kriegst ihn noch früh genug. Andreas. Ja, Alba, dein Kind, solche Liebe. Liebling, Andreas, gutes altes Stück. Lass dich erstmal richtig ansehen. Wunderbar siehst du aus. Braun wie ein Waldaffe. Ist das überhaupt der Richtige? Na, was soll das überhaupt heißen, dass du mich nicht abholst? Ich bin schwer beleidigt. Wollte schon gar nicht erst drauf kommen. Sei nicht beleidigt, Liebling. Ich hatte noch dringend zu arbeiten. Lauter Lügen. Wer hat Ihnen denn das beigebracht, Sie armes, altes Tier? Es kann doch nur Elisabeth gewesen sein. Aber es ergab sich so im Laufe der Begebnisse. Auch Tiere erwerben sich mit der Zeit einige Menschenkenntnis. Aber Garda, ich habe dir doch gesagt, du sollst dem Vogel den Verkehr mit ihr verbieten. Sie verdirbt ihn. Sie treffen sich immer hinter meinem Rücken. Na, wohl nicht, was? Die Hintertreppe spielt in den besten Romanen eine Rolle. Aha. Elisabeth, hör zu. Diese Mrs. Bennet kommt heute Abend auf dein Fest. Sie soll sich unterstehen. Gut, ich habe sie eingeladen. Was? Bitte sei lieb und sag nicht. Herrgott! Siehst du denn nicht, dass ich platze und dass ich euch nicht einmal fragen dürfte? Dieses Mal nicht, Elisabeth. Und du darfst nicht sagen, dass sie hier war und heute Abend zu dir kommt, ja? Ach, wenn es sein muss. Ich habe ein Gefühl, als ob ich in Schlangen ausbrüte. Du musst so tun, als ob du sie schon lange kennst. Och, ist das ein Leben. Wie schön, dass Sie noch gekommen sind. Nun, Andreas, ist das eine Überraschung? Ihr kennt euch? Schon seit 10 Jahren. Wir sind gute alte Bekannte. Ich bin ja so selig, dass Sie da sind. Garda, dieses ist Mrs. Bennet, eine Bekannte von Andreas aus Cortina. Und dieses hier ist Frau von Dörr. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich mich auch. Andreas, Narrenmund wieder zu. Sieht dekorativer aus. Er kann es noch gar nicht fassen. Ja, ist doch ganz drollig, was? Woher kennt ihr euch denn? Vom Niagara-Fall her? Ja, von der kanadischen Seite. Gott, war das schön, als Sie noch in Amerika waren. Waren Sie viel mit Andreas in Cortina zusammen? War es viel, Happy? Ach, viel, doch, hin und wieder, immerhin... Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich um meinen Mann gekümmert haben. Sie haben eine bezaubernde Frau, Happy. Sie gefällt mir großartig. Andreas, deine Freundin ist 13. Warum hast du mir nicht von ihr erzählt? Ach, hat er das nicht? Oh, Happy. Hatten Sie eine gute Reise, Liebste? Danke, Liebste. Ja, jetzt bist du wieder dran, Andreas, nicht? Ja. Es war sehr viel zu besprechen. Garda hatte mir ja auch allerhand Neues mitzuteilen, stimmt's? Und wir waren so glücklich, dass wir uns wieder hatten, nicht, Liebling? Ja, so. Jedenfalls freue ich mich, dass Sie gekommen sind. Elisabeth, der gescheiteste Einfall deines Lebens. Tanzen Sie gegen die Frau? Mhm. Haben Sie Lust? Gute Unterhaltung, Garda. Auf Wiedersehen. Ja, keine Ahnung, dass du Elisabeth kennst. Ein fremder Mann. Peter, schöner Fremdling. Wer sind Sie? Oh, entschuldigen Sie.
Mrs. Bennett hat mich mitgebracht, aber sie hat mich da in einer Ecke vergessen. Dr. Alges. An mich müssen Sie sich wenden, ich bin die Hausfrau. Oh, Verzeihung, Dr. Alges. Ach, Sie sind der berühmte Mann. Tut Ihnen das wohl? Sehr. Sie sehen sehr nett aus. Ist es echt? Ja, ja. Ich überlasse Ihnen dir trotzdem. Tun Sie Ihre Pflicht, Doktor. Machen Sie ihr den Hof, wenn Mrs. Bennett nichts dagegen hat. Sprich dich nur ruhig aus, Happy. Es war nicht recht von mir, so plötzlich herzukommen. Wie? Ich meine, es ist überraschend, wenn man jemand in Rom vermutet. Ich hatte Sehnsucht nach dir. Und wenn du willst, kann ich auch wieder abreisen. Auf keinen Fall. Sehr schön, dass du da bist. Also liebst du mich noch? Trotzdem? Wieso trotzdem? Trotzdem du deine Frau wiedergesehen hast? Verständlich. Wieso nicht alles etwas verzwickt? Das ist unanständig gegen deine Frau, meinst du? Nein, nein, aber das ist ja gerade das Verzwickte. Die Sache sieht nämlich ganz anders aus, als sie wirklich ist. Verstehe ich nicht. Erzähle ich dir später. Man könnte meinen, dass es bei den Aufnahmen zu einem heiteren Film immer recht ausgelassen, wenn nicht sogar turbulent zugeht und dass die Mitwirkenden sich mit Mühe das Lachen verkneifen müssen, um die Aufnahmen nicht zu stören. Nicht so bei Römern. Es wird berichtet, dass seinerzeit in Babelsberg an der Ateliertür zu lesen war: Ich kann nur bei allergrößter Ruhe arbeiten. Dasselbe erwarte ich auch von Ihnen, Heinz Römern. Und an jedem Morgen stand eine ähnliche Mahnung oder Aufforderung an der Tür. Ich habe Heinz Römern als Regisseur nicht erlebt, aber ich habe in zwei Filmen neben ihm gespielt und da konnte ich beobachten, dass er sich zwischen den Aufnahmen der einzelnen Szenen immer in eine Atelierecke zurückzog, wo ein Stehpult auf ihn wartete, an dem er sich dann in aller Ruhe sehr konzentriert auf die nächste Szene vorbereiten konnte. Jetzt zurück zu lauter Lügen. In der Handlung wird munter weiter gelogen. Eben hat die Ehefrau ihrem Mann erzählt, sie sei in einen anderen verliebt. Natürlich nur, um ihn eifersüchtig zu machen. Deine Frau sieht recht vergnügt aus, findest du nicht? Wahrscheinlich unterhält sie sich gut. Das kann dir doch nur recht sein. Natürlich, ist mir auch recht. Was hast du denn? Warum bist du denn so verstört? Ich und verstört? Was du dir einredest, im Gegenteil, ich bin gänzender Laune. John, ich bin ja so glücklich, dass du da bist. Ich liebe dich. Bist du verrückt, wenn uns jemand sieht? Soll man. Das ist Johns Lachen. Wenn Sie mich so wunderbar finden, würden Sie mich auch küssen? Ob ich was? Sie sind ja ein Engel. Im Gegenteil. Sie sind ja die entzückendste Frau, die mir je begegnet ist. Aber Sie hätten mich nicht küssen sollen, aus Mitleid. Wieso? Nur, Sie haben mich doch nur geküsst, weil John einen anderen Mann geküsst hat. Weil Sie annehmen, dass mir das wehtut, wollen Sie mich trösten. Nein. Doch, und ich finde das bezaubernd von Ihnen. Obwohl es das erste Mal ist, dass mich eine Frau aus Mitleid geküsst hat. Aber ich habe Sie gar nicht aus Mitleid geküsst. Na, sagen wir, aus Mitgefühl, aus Menschlichkeit. Auch nicht. Aber natürlich. Nein. Ja. Nein. Sie sind ja süß. Sie schreien mich an, als ob wir verheiratet wären. Aber leider kennen wir uns erst 5 Minuten. Und dafür ist schon allerhand, dass Sie mir aus Mitleid einen Kuss gegeben haben. Aber ich... Aber ich kann mir noch nicht von Ihnen einreden lassen, dass Sie es aus Liebe getan hätten. Kann man sich denn so rasch in mich verlieben? Oder? Also vergessen Sie doch den Kuss. Ich bin betrunken. Nein, nein, nein. Da haben Sie sich verrechnet. Von einer Frau, die mir so gut gefällt wie Sie, lasse ich mich nicht küssen, um das sofort wieder zu vergessen. Haben Sie ein Pyramidon? Sie sind aber ein bisschen spunkhaft. Wieso kommt denn plötzlich ein Pyramidon? Ich bin doch betrunken. Sie sind ebenso wenig betrunken, wie ich nach Ihrem Kuss nüchtern bin. Aber ich hole Ihnen trotzdem Pyramidon. Ich hab's in meiner Manteltasche. Sie sind reizend. Och, nicht halb so reizend wie Sie. Bin gleich wieder da. Ach, da sind Sie ja. Ich suche Sie überall. Ihre Freundin sagt mir, dass Sie fort wollen. Ja, mir ist ziemlich elend, Doktor. Sie zittern ja. Weil ich mich plötzlich fürchte vor dem großen Katzenjammer. Ach, erst küssen Sie mich und dann fürchten Sie sich. Vorher hätten Sie sich fürchten sollen. Jetzt ist es zu spät dazu. Lassen Sie mich los, Doktor. Das passt nicht zu mir. Und nun sagen Sie nur noch, dass Sie verheiratet sind und 2 Kinder haben, ja? Sie sollten erst kommen. Wer soll Ihnen denn das glauben, dass Sie verheiratet sind? Lassen Sie doch. Es ist mein vollster Ernst. Ja, meiner auch. Sie gestatten? Sir, freut mich. Alges. Wo wollen Sie hin? Ich möchte der Dame in den Mantel helfen. Haben Sie was dagegen? Ziemlich viel. Ich pflege das dann meiner Frau selbst zu besorgen. Bei Ihrer? Ach, macht keine Witze. Verbitte ich mir. Na schön. Pech gehabt.
steht zu Ihrer Verfügung. Natürlich. Darf ich vorher um einige Aufklärungen bitten? Jetzt? Hier? Kann ich Sie morgen Vormittag sprechen? Wenn es sein muss. Wann? Wo? Sagen wir 12 Uhr, Bar. Savoy. Angenehm. Wie war der Name? Dr. Algis. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Algis. Wiedersehen, Herr... Der Name dürfte Ihnen doch wohl geläufig sein, denke ich. Sie können ganz beruhigt sein, meine Damen und Herren. Es kommt nicht zum Duell. Und die beiden Paare, man sollte es nicht für möglich halten, finden wieder zueinander. 1940 wurde bei der Bavaria in München Lessings Minna von Barnhelm verfilmt. Und da das Drehbuch sehr frei mit Lessings Werk umgeht, gab man dem Film den Titel Das Fräulein von Barnhelm. Zwei Darsteller muss ich Ihnen gewissermaßen fettgedruckt an erster Stelle nennen. Käthe Gold als Minna und Ewald Balser als Tillheim. Dank dieser beiden und dank dem Regisseur und der anderen hochbesetzten Rollen ist glücklicherweise viel von Lessing erhalten geblieben. Die nun folgenden Szenen spielen nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges. Tillheim ist von seinem König Friedrich II. Der Bestechlichkeit bezichtigt und aus der Armee entlassen worden. Verarmt und seiner Ehre verlustig glaubt er nun, die Frau, die er liebt, nicht mit in sein Unglück hineinziehen zu dürfen. Doch Minna, die ihm nach Berlin nachgereist ist, lässt sich durch seine verschlossene Haltung nicht abweisen. Neben Käthe Gold und Ewald Balser sehen Sie unter anderem Vita Benkow, Fritz Kampers, Theo Lingen und als Wirt Erich Ponto. Ja, ich habe es Ihnen ja versprochen. Eine hochkarätige Besetzung. Was höre ich, mein niedliches Kind? Bin denn nicht wohlgeruht? Meine Ring. Ich hole schon. Vielleicht ist die gar zu große Ermüdung von der Reise. Indessen sollte etwas nicht vollkommen nach Ihrer Gnaden bequem... Das ist doch seltsam. Was ist seltsamer Wert? Dieser Ring, der gleicht einem, der seit gestern in meinem Besitz ist. Sehen Sie nur, gnädiges Fräulein. Sehe ich? Dieser Ring? Sieh doch, Franziska! Herr Wirt, woher hat er diesen Ring? Nun, mein Kind, Sie hat doch wohl kein Recht an dem Ring. Was? Kein Recht an diesem Ring, wo Ihnen des Fräuleins Name eingraviert ist? Tatsächlich. Von wem haben Sie diesen Ring, Herr Wirt? Von einem, dem ich sowas eigentlich nicht zutraue. Von dem besten Mann unter der Sonne, wenn Sie ihn von seinem Eigentümer haben. Dem Herrn Ricot? Nein, dem Major von Tillheim. Wie? Sie kennen den Offizier, der hier in diesem Zimmer vor Ihnen gewohnt hat? Und ob ich ihn kenne? Er ist hier. Tillheim ist hier. Er hat in diesem Zimmer gewohnt? Er wohnt sogar noch hier. Er hat nur vor ein paar Minuten das Haus verlassen. Oh. Vielleicht weiß sein Bedienter. Ja. Wollen Ihre Gnaden, dass ich den holen soll? Ach, ich will eilen. Sie laufen nicht. Ich bin hoch. Mein niedliches Kind. Also, wie viele kannst du ihm borgen? Borgen? Ja. Ich? Ja. Der Major? Ja. Was denn? Man hat ihm den Ring nicht beleihen wollen? Ich habe bekommen 80 Friedrichstunden. Ja, Sie wissen, wie das ist mit dem verfluchten Geld. Immer es laufen dahin, wo noch mehr. Ich habe immer gesagt, die verfluchte Jö. Heißt das, Sie haben das Ihnen anvertraute Geld verspielt? Gerade das wollte ich sagen. Dann verschaffen Sie mir sofort meinen Ring wieder. Womit? Herr, das ist niederträchtig. Herr Major, bitte hüten Sie sich vor einer Beleidigung auf mich. Ja. Ein Mann wie Sie hat nicht das Recht, mich zu beleidigen. Wo jedermann kennt Ihre peinliche Prozess. Herr! Wozu dieser Ton? Zwischen zwei Ehrenmann? Sie sind ein Schuft. Ich will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Gehen Sie. Herr Major, warum so nervös? Ich kann Sie sanieren. Ich kann arrangieren für Sie ein reich Heirat. Wenn man hat Geld, man braucht nicht Heirat. Man muss Heirat, wenn man hat kein Geld. Dort, liebes Fräulein. Minna. Mein Tillheim. Endlich habe ich dich wieder. Und welch ein glücklicher Zufall, dass ich in deinem Gasthof abgestiegen bin. Was hast du? Sagen Sie, wer ist das? Ein Fräulein von Barnhelm. Der Ring, den Sie an mich versetzt haben, der stammt von ihr. Sehr interessant. Da will ich machen, dass der Major ihn niemals bekommt wieder. Was hast du denn? Ich hätte dich nicht wiedersehen dürfen. Tillheim. Ich habe mich so sehr bemüht, dich zu vergessen. Du liebst mich nicht mehr? Ich bin nicht mehr der Mann, der ich war. Nein, ich darf keine Niederträchtigkeit begehen. Und Sie keine Unbesonnenheit. Vergessen Sie mich.
warum versetzt der Major dann seinen Ring? Versetzt? Ach, glaubt sie doch das nicht. Vielleicht, dass er den Bettel hat los sein wollen. Bettel? Er hat ihn von lieber Hand. Ja, das wird sein, von lieber Hand. Dem Soldaten geht's im Winterquartier wunderlich. Da hat er nichts zu tun und macht aus Langeweile Bekanntschaft. Lux ist dann so ein Ringlein an den Finger praktiziert. Und nicht selten gebe er gerne den ganzen Finger mit rum, wenn das nur wieder los sein könnte. Ach, und sollte es dem Major auch so gegangen sein? Aber ganz gewiss, wenn der 10 Finger an jeder Hand gehabt hätte, hätte sie alle 20 voller Ringe bekommen. Besonders in Sachsen. So? Ja. Es ist wohl hierzulande eine Schande, aus Sachsen zu sein. Das wollte ich damit nicht sagen. Jedenfalls hat es mich gefreut, seine Gesinnung über die Frauen so genau kennengelernt zu haben. Aber schäm er sich! Das hätte ich hinter seinem scheußlichen Schnauzbart nie vermutet! Aber Frauenzimmerchen! Herr Major! Herr Major! Pardon, Madame, habe ich die Ehre zu sein hier bei Fräulein von Barnelm? Ja, mein Herr. Pardonnez-moi, Ihre Gnade sehen mich, den Chevalier Rico de la Marlinière, Seigneur de Prétoval de la Branche de Prandor. Was wünschen Sie, mein Herr? Mademoiselle, ich komme in eine Affäre sehr delikat. Ich betrachte es als, wie sagt man, meiner Pflicht, zu sagen die Wahrheit auf die Major von Telheim. Die Wahrheit über Telheim? Mademoiselle, ich habe ihn gesehen in die Café aus. Ich habe gesehen, wie sich Mademoiselle abends sehr bemüht um ihn. Und ich bin gekommen, Mademoiselle zu warnen. Herr! Tja, der Major von Telheim sei verwickelt in einen Prozess sehr skandalös. Fräulein! Mais oui, er könne verlieren seine Lesepolette und er sei infam kassiert, denn er habe genommen Geld. Ach, das ist doch nicht möglich. Ah, nicht möglich. Vraiment, Parole d'honneur auf meiner Ehre, 10.000 Taler. 10.000 Taler? 10.000 Taler haben, compris, von, wie sagt man, von die sächsische Stände. Franziska, verstehst du? Von den sächsischen Ständen. So. Und das ist alles? Das ist alles. Ah, ich sehe. Mademoiselle habe mich nicht richtig verstanden. Doch, doch, sehr gut. Mais non, 10.000 Louis d'Or, Bestechung. Das sei ein Verbrechen von die Schlimmsten für einen Offizier. Bestechung, ach mein Herr, wenn Sie wüssten. Und deswegen haben wir uns die Köpfe zerbrochen. Ich denke, meine Information kann für Sie sein sehr wertvoll. Ist sogar äußerst wertvoll, mein Herr. Nämlich, Mademoiselle, auch ich sei abgedankt. Auch mein Einkünfte seien erschöpft. Das bedauern wir außerordentlich und wir bedanken uns aufs Allerherzlichste. Oh, au revoir, Mademoiselle. Nix revoir, Monsieur. Ein feiner Vogel. Jetzt weiß ich doch endlich, was Telheim hat. In seine Ehre ist er gekränkt. Deshalb glaubt er meine nicht wert zu sein. Deswegen will er, dass ich ihn vergesse. Da soll uns dieser Dicko von einem Ehrenmann aber büßen. Ja, du hast recht, Franziska. Dass ich nicht die Erste war, der er sich anvertraute, das verzeihen wir ihm. Ich tue es erst, nachdem ich ihm heimgezahlt habe, was er mir angetan. Jetzt schnell, Franziska, einen Wagen, ich will ausfahren. Aber der Herr Major wohnt doch hier über uns. Wer sagte denn, dass ich zu ihm will? Ich fahre zur sächsischen Gesandtschaft. Käthe Gold hat nicht sehr oft gefilmt. Sie ist in dem Sinne also nie ein Filmstar gewesen. Ja, vielleicht haben es nur wenige Regisseure verstanden, ihre große Begabung für den Film zu nutzen. Für die immer zwischen Gekränktsein und Liebe schwankende Minna ist sie für mich die ideale Besetzung. In beiden Hauptrollen also nicht typische Filmdarsteller, sondern exzellente Bühnenschauspieler. Minna veranlasst also die sächsische Gesandtschaft in der Angelegenheit Telheim zu intervenieren und knöpft sich den Herrn Major mit Hilfe einer echt weiblichen, gut gespielten Komödie vor. Meine Schatulle, hier nimm meinen Ring und gib mir den des Majors dafür. Warum das? Sie ist so, als ob ich ihn brauchen könnte. Und da mir der Zufall den seinigen in die Hand gespielt hat. Was haben Sie vor? Ich will ihn mit gleicher Münze heimzahlen. Kommt. Herein. Gnädiges Fräulein, Sie werden meine Verspätung entschuldigen. Ich wurde durch einen Kurier des sächsischen Gesandten aufgehalten, der mich für diesen Abend um eine Unterredung bitten lässt. Liebe Major, gar so militärisch wollen wir es miteinander doch nicht nehmen. Sie sind ja da. Und ein Vergnügen erwarten ist auch ein Vergnügen. Wir wollen ein wenig die Stadt besehen. Ach, mein Fräulein, warum haben Sie meinen Brief nicht gelesen? Franziska, lass den Wagen vorfahren. Also, was haben Sie mir eigentlich geschrieben, lieber Telheim? Nichts, als was mir die Ehre befahl. Das wäre doch wohl, ein junges Mädchen, das Sie angeblich liebten, nicht sitzen zu lassen. Hätten Sie doch nur meinen Brief gelesen. Er enthielt meine ganze Rechtfertigung. Oh, ich hätte manchmal gern einen Brief von Ihnen gelesen. Aber es vergingen lange Wochen und es wollte und wollte kein Brief kommen. Herr Major. Verzeihen Sie, Minna, aber Sie konnten nicht wissen, wie es um mich stand. Aber Sie,
Hätten Sie nicht sehr wohl wissen können, wie es um Ihre Minna stand? Ich hatte kein Recht mehr, mich um Sie zu kümmern. Hören Sie, als wir uns trennten, da war ich ein Mann voller Pläne und Hoffnung, gesund und wohlhabend. Heute bin ich aus dem Dienst entlassen. Oh, dieses Glück hätte ich mir ja nicht träumen lassen. Glück? So haben Sie doch wieder Zeit für unsere Äcker, unsere Pferde. Ich bin ein Krüppel. Nur weil Ihr Arm ein wenig gelähmt ist. Umso sicherer bin ich vor Ihren Schlägen, Tellheim. Sie sollten über mein Schicksal nicht spotten. Was ist das? Was? Das da. Ach das? Das kennen Sie nicht. Das ist das sogenannte Brandenburger Tor. Wenn Sie doch endlich einmal ernst sein könnten. Ach, Tellheim, man kann auch lachend sehr ernsthaft sein. Mein Fräulein, man macht mir den Prozess. Ein Prozess, von dem alles für mich abhängt. Mein ganzes Leben. Meine Zukunft. Bitte schweigen Sie doch endlich von diesem Prozess. Wenn erst alle Umstände geklärt sind, und das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen, der sächsische Gesandte wird für Sie eintreten. Der sächsische Gesandte? Ja, er wird für Sie sprechen. Das will ich aber nicht. Sie werden ihn nicht daran hindern können. Ich habe ihn darum gebeten. Sie, Minna? Ja? Ach, darum hat er mich rufen lassen? Mhm. Ich brauche keine Fürsprache. Ich verlange Gerechtigkeit. Begreifen Sie doch, das Zeugnis der Sachsen würde meine Lage nur verschlimmern. Meine Rechtfertigung darf ich allein der Aussage des Prinzen Heinrich verdanken. Ach. Verzeihen Sie, Minna, aber Sie haben mir keinen guten Dienst erwiesen. Woran liegt es, wenn dem so ist? Doch allein daran, dass Sie sich mir nicht anvertrauen. Mein Fräulein, ich darf doch nicht. Ich darf nicht, ich kann nicht, ich will nicht. Sie verschanzen sich hinter tausend Dingen, die Ihnen nichts bedeuten würden, wenn Sie mich noch liebten. Ich werde mich schämen, wenn ich mein ganzes Glück allein Ihrem Mitleid verdanken würde. Mitleid? Mein Herr Major. Gut, dass Sie das sagen. Denn nun darf ich das Ihre auch nicht mehr in Anspruch nehmen. Was meinen Sie damit? Gottlob, dass ich nicht offenherziger war. Ich beschwöre Sie, sprechen Sie. Wenn Sie es durchaus wissen wollen. Ihr Unglück ist wahrscheinlich. Meines ist sicher. Ihr Unglück? Nun, ist es kein Unglück? Zu warten und zu warten, bis der Herr Major zu dem Entschluss gelangt, dass es ihm seine Ehre verbietet, das Fräulein von Barnhelm heimzuführen? Ja. Das Fräulein von Barnhelm, über das sich schon alle Welt die Mäuler zerreißt, wenn ein preußischer Offizier es nur zu heiraten gedenkt. Und wenn dieser Offizier es auch noch sitzen lässt? Minna. In ein Fräuleinstift muss ich gehen und dort mein Leben vertrauen. Verzeihen Sie, das habe ich nicht bedacht. Eben. Umso leichter wird es mir, Ihnen auch das Letzte zu sagen. Was denn? Mein Onkel hat mich aus dem Hause gewiesen. Nein. Doch. Sie verstehen, mein Herr Major, dass ich jetzt auf Sie verzichten muss. So wie ich jetzt auf Ihre Begleitung verzichte. Ich fürchte, Sie sind noch nicht... Schnell fahren Sie in den Gasthof. Aber Minna, so können wir uns doch nicht trennen. Sie haben recht, Herr Major, ich vergaß. Nehmen Sie den Ring zurück, mit dem Sie mir Ihre Treue verpfändet haben. Ja. Wir wollen einander nicht bekannt haben. Die listig eingefädelte Komödie gerät dann in der Verwirrung der Gefühle noch in Gefahr, Minna über den Kopf zu wachsen. Und erst nach einer ganzen Reihe weiterer Verwirrungen, Verwechslungen und Entwirrungen kommt es zu einem guten Ende. Als vierten und letzten Film in der heutigen Rumpelkammer möchte ich Ihnen das Haus in Montevideo vorstellen. Nach einem eigenen Stück, dem Einakter Die tote Tante, hat Kurt Götz das Drehbuch geschrieben und, wie bei ihm gar nicht anders zu erwarten, dann auch Regie geführt. 1951 war das, ja. Und ganz nebenbei hat er natürlich auch noch die männliche Hauptrolle, den übermoralischen Schulmeister Traugott Hermann Nägler, gespielt. Das heißt halt, im Filmvorspann ist deutlich zu lesen, Regie Kurt Götz und Valerie van Martens, in Klammern, wer gerade nicht im Bilde war. Eine zusätzliche, typisch götzsche Pointe. Also, jetzt fragen Sie mich bitte nicht, wer Regie geführt hat, wenn die beiden gemeinsam vor der Kamera standen. Kurt Götz hat sich mit Leib und Seele dem unterhaltenden Theater gewidmet. Er wollte seinem Publikum Freude schenken, er wollte Hoffnungen wecken und ganz nebenbei auch noch den Bacillus der menschlichen Dummheit bekämpfen. 1923 lernte er die Schauspielerin Valerie van Martens kennen
Und fortan ließ er sie nicht nur in seinen Stücken, sondern auch im Leben seine Partnerin sein. Die beiden wurden ein unschlagbares deutsches Komödienpaar. Also jetzt zum Film. Nägler, für den die Moral über alles ging, hatte vor vielen Jahren seine Schwester verstoßen, weil sie ein uneheliches Kind bekam. Und jetzt rächt sie sich, indem sie ihm und somit seiner Frau und seinen Kindern, 12 an der Zahl, ihr enormes Vermögen vermacht. Allerdings, wie aus dem Testament dann hervorgeht, nur unter einer Bedingung, nämlich der, dass auch ein Mitglied seiner Familie jetzt ein uneheliches Kind vorweisen muss. Nägler, der mit seiner ältesten Tochter Atlanta zur Testamentseröffnung in Montevideo war und jetzt zurückgekehrt ist, versucht, seiner Frau die Ergebnisse dieser Reise schonend beizubringen. Na, Traubertchen, wie fühlst du dich wieder zu Hause? Der heimgekehrte Prometheus. Odysseus, du weißt, Liebling, ich kenne mich nicht aus in deiner Steinzeit. So, Traubertchen, jetzt ein bisschen starken Kaffee. Du hast ihn verdient. Und du wirst ihn brauchen. Jetzt, Hermannchen, setz dich und erzähle. Nicht bevor du sitzt, Mutter. Ach, ich kann einen Puff vertragen. Was hast du? Wie? Sag, Hermann. Bist du nicht in Ohnmacht gefallen, als du erfahren hast, dass deine Schwester die berühmte Sängerin Maria Machado war? Das war eine Überraschung, war? Nicht die einzige. Ach, Traugott, ich bitte dich jetzt, erzähl mir endlich. Also, wir haben ein Haus geerbt. Ja, das weiß ich. Und weiter? Über das wir nicht verfügen können. Ja, und? Und sonst haben wir nichts. Nicht einen roten Pfennig. Die Hermann-Boje wird wieder eingeschmolzen werden. Der Bürgermeister wird sich weitere Ständchen sparen und der Rektor wird dich nicht mehr auf offener Straße auf beide Backen küssen. Ach, ich leg ja keinen Wert darauf. Aber ich... Ach, Marianne, du weißt nicht, was in mir vorging, als ich deinen Brief bekam. Es war mehr als Genugtuung. Ich fühlte mich ein besserer Mensch werden. Gütig, verstehend, wohltätig. Tja. Es ist nun alles wieder aus. Ja, das ist nun alles wieder aus. Also gar kein Bargeld, sagst du? Da ist etwas Bargeld. Ja, Traubertchen, wieso? Ist allerdings eine kleine Klausel dabei. Ach Gott, wie reizend. So was habe ich mir doch eigentlich immer gewünscht. Eine kleine Klausel. Ach Gott. Hast du nicht eben gesagt, Traubertchen, es sei eine kleine Klausel dabei? Klausel! Mit Hill. Also Atlanta erbt, stell erst die Tasse aus der Hand, damit du sie nicht verschluckst. Atlanta erbt 750.000... $750! Tausend! Na, Traubert, schau, wie hast du mich jetzt erschrocken? Erschreckt. Hermann, ich bitte dich, sei doch nicht immer gleich so eklig. Mein, ob es nun erschreckt oder erschrocken heißt. Siehst doch, dass ich erschreckt bin. Erschrocken. Diesmal heißt es erschrocken. Also Atlanta erbt $750.000 für den Fall, ja, dass sie bis zu ihrem 19. Lebensjahre ein uneheliches Kind kriegt. Ich habe dir gesagt, du sollst die Tasse aus der Hand stellen. Also, das ist... Das ist eine Menge Geld. Du hast doch natürlich dem Anwalt das Testament ins Gesicht geschleudert. Ja, das habe ich natürlich nicht getan.
Erstens wäre das Testament dadurch nicht besser geworden. Zweitens war es nicht sein Testament. Drittens war es nicht mein Geld, über das ich zu verfügen hatte. Und hattest du mir viertens nicht geschrieben, ich soll bei allem, was ich entscheide, an die Kinder denken? Oh Gott, was hast du Marianne, ich bitte dich nicht, in diesem hohen Diskant zu sprechen, sondern in deinem gewöhnlichen, satten Tonfall. Meine Nerven schleifen am Boden. Oh Gott, was hast du getan? Was hättest du getan? Ich weiß es nicht. Nein, ich wusste es auch nicht. Hatte ich ein Recht, den Kindern das Testament zu verheimlichen? Und wie konnte ich Atlanta davon erzählen, ohne ihr unschuldiges Denken zu vergiften? Und wenn ich Herbert einweihte... Du konntest dein Denken nicht vergiften. Nee, ich konnte es gar nicht finden. Er hat mich überhaupt nicht verstanden. Und so rief ich am nächsten Morgen den Anwalt an und teilte ihm mit, dass ich die Erbschaft nicht antrete. Trau Gott, das war groß von dir. Ja, das meinte auch der Anwalt. Er nannte mich den größten Esel, der ihm in seiner Praxis vorgekommen sei. Oh. Abgesehen davon, dass ich nicht der Erbe sei, sondern Atlanta. Abgesehen davon, dass ich nicht das Recht hätte, dem Glück meiner ganzen Familie im Wege zu stehen. Abgesehen davon, meinte er, sei es doch im vorliegenden Falle, wo die Kinder sowieso heiraten. Mehr als Pappendeckel, ob erst das Ei komme und dann die Henne oder umgekehrt. Das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Außerdem hat er gesagt, ich solle die Sache mit dir durchsprechen. Frauen hätten mehr gesunden Menschenverstand als Professor. Och, was musst du durchgemacht haben, Trauke? Ja. Ich möchte allen Väter der Welt fragen, was sie an meiner Stelle getan hätten. Ja. Was hat denn der Anwalt geraten? Zu warten. Auf was? Auf etwas oder nichts. Je nachdem. Ach so. Ja. Wenn bis zum 22. Juli nichts geschehen sei, dann sei immerhin etwas geschehen. Dann sei es um das Geld geschehen. Scheint ja ein Gemüt zu haben, dieser Anwalt. So logisch alles klingt, was der Mann sagt. Hat mich wahnsinnig gemacht mit seiner Logik. Ja. Aber Moral hat nichts mit Logik zu tun. Nein. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Richtig. Entweder man hat sie, 150.000 Dollar, oder man hat sie nicht. Ja, wir haben sie nicht. Sie haben unsere Ehre. Eben. Unsere Lauterkeit. Kaufenweise. Was ist das? Dafür haben wir weniger zu essen. Ach Gott, anscheinend kann man eben nicht beides zugleich haben. Marianne, willst du andeuten, dass ich Unrecht hatte, unsere Tochter vor dieser Tortur zu bewahren? Ich weiß nicht, was du unter Tortur verstehst. Ich weiß nur, dass wenn du deine Schwester damals nicht auf die Straße geworfen hättest vor lauter Moral und Ehrbarkeit und Lauterkeit, dass sie sich nicht diese wundervolle Rache hätte auszudenken brauchen. Sagtest du wundervoll? Ich finde sie wundervoll. Sie hat uns gezeigt, dass alles auf dieser Welt seinen Preis hat. Selbst deine Moral. Noch habe ich sie nicht verkauft. Ja, aber du hast damit gespielt. Womit habe ich gespielt? Mit den Gedanken. Ach, wir sind alle nur Menschen. Ja, Traugottchen. Deine Schwester war damals auch nur ein Mensch, nicht wahr? Armer, kleiner, hilfloser, 18-jähriger, weiblicher Mensch. Und ihr Verbrechen war das Menschlichste, die Liebe, eine Erfindung Gottes, eine gute. Marianne? Na, nimm einmal an, meine Eltern wären damals gegen unsere Heirat gewesen, so wie ihr gegen die Josephines wart. Glaubst du, ich hätte dich fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel? Du willst sagen? Genau das will ich sagen. Du hättest? Natürlich hätte ich. Ich liebe dich. Nicht wahr? Hätte ganz genau dort sein können, wo dein Schwesterchen war. Komm, Traugott, komm. Lass uns dankbar sein, dass das Schicksal uns gnädiger war. Marianne, ich bin ein Schwein. Nein. Ja. Nein. Ich bin deiner nicht würdig, deiner nicht und nicht das Kind. Also das will ich nicht gehört haben. Es gibt keinen besseren Vater. Für wen plagst du dich und rackerst dich dein Leben lang? Für wen musst du deinen Buckel so krumm machen, nur um uns hier alle zu ernähren und zu kleiden? Es gibt keinen besseren Vater. Und keinen zärtlicheren Gatten. Na komm, komm, Traum. Was wollen wir eigentlich? 19 Jahre lang hat es mal hier, mal da nicht gereicht und wir waren glücklich. Und jetzt haben wir von Geld nur geträumt
Und schon haben wir Sorgen. Traubertchen, komm, lass uns zufrieden sein, so wie es ist. Hm. Hätte sie dir zu gerne gebracht. Was denn? Die 750.000. Der arme Nägler. Kann einem direkt leid tun. Sein Töchterchen Atlanta hat ganz andere Sorgen. Sie möchte ihren Freund Herbert heiraten. Und zwar unter allen Umständen auf demselben Schiff wie zu ihrer Zeit die Eltern. Nämlich der Atlanta. Und eben dieses Schiff betreffend platzt jetzt der Herr Pfarrer, gespielt von Albert Florath, mit einer schier unfassbaren Nachricht ins Haus. Was ist los? Pastor, was ist los? Ja, setzen Sie sich. Warum? Bitte setzen Sie sich. Denken Sie, ich komme soeben von der Blue Starline, von der amerikanischen Schifffahrtsgesellschaft, dass die Kinder auf der Atlanta nicht heiraten können, das wissen Sie. Wer sagt, dass ein Kapitän hat das Recht, Trauungen auf hoher See vorzunehmen? Ja, wenn der Kapitän ein Kapitän ist. Und das Schiff ein Schiff. Was faselst du? Es muss ein Schiff sein, du kannst nicht heiraten auf einer Fähre. Oder ein Öffelkern. Ja, es muss ein Schiff sein. Na und? Na und, um ein Schiff zu sein, muss es eine bestimmte Länge haben. Das ist Gesetz. Ja, und wenn es diese Länge nicht hat... Dann ist es kein Schiff. Sie sollen mir nicht immer von hinten ins Genick pusten. Sie sollen mir nicht von hinten ins Genick pusten. Und wenn es kein Schiff ist, kann man darauf nicht heiraten. Mein Gott, sei doch nicht so schwerfällig, Traugott. Seid ihr denn alle beide gehirnalbern geworden? Der Atlanta ist zu kurz. Um 27 Zentimeter. Vor 5 Jahren haben die das rausgekriegt. Und seitdem sind keine Heiraten mehr erlaubt auf der Atlanta. Ja. Wer sagt das? Mr. Miller von der Blue Starline. Was er Ihnen aber nicht gesagt hat, liebe Freundin, was er mir eben erst jetzt anvertraut hat, ist, fassen Sie sich, dass alle jemals auf der Atlanta geschlossenen Ehen ungültig sind. Wie bitte? Sie haben sozusagen in wilder Ehe gelebt. Und unsere Kinder? Bastarde, alle 12. Oh! Was ist das? Augenblick mal. Testament für uns. Ja. Sollte genug eine Tragödie wie die meine sich in dem Hause meines tugendhaften Bruders Professor Traugott Hermann Nägler wiederholen, sollte mit anderen Worten ein weibliches Mitglied dieses vorbildlichen Hauses ein uneheliches Kind bekommen, dann natürlich fließt oben genannte Summe von 1.500.000 Pesos dem betreffenden Opfer einer solchen Katastrophe, das heißt der Mutter dieses Kindes zu. Das genügt. Ja. Mütterchen, ich gratuliere dir, du bist die Erbin von 750.000 Dollar. Ja. Ja, es kann keinem Zweifel unterliegen, dass du, Püppchen, ein weibliches Mitglied meines Hauses bist. Weiblich, nein. Ah, ja. Also, was Tragödien anbelangt, haben wir 12. Ja. Man kann streiten über 1, ja. Aber 12? Ja. Nächsten Sonntag traue ich euch. Ja, nicht wahr? Damit die Kinder ehelich werden. Erst muss ich doch die Erbschaft kassieren. Ja, und wenn ich eine reiche Frau bin, dann muss ich mir noch sehr überlegen, ob ich mich an einen armen Schulmeister mit 12 unehelichen Kindern verplempere. Mutter! Aber wenn ich dich heirate, Traugott, diesmal nur in der Kirche, mit Brautschleier und allen Schikanen.
Das war's, meine Damen und Herren. Bevor die Rumpelkammer nun für heute ihre Pforten schließt, soll noch einmal Gott Götz zu Wort kommen. Humor ist nicht erlernbar. Neben Geist und Witz setzt er vor allem ein großes Maß an Herzensgüte voraus, Geduld, Nachsicht und Menschenliebe. Und deshalb ist er so selten. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen, hoffe, dass Sie sich gut unterhalten haben. Vielleicht also bis zur nächsten Ausgabe der Rumpelkammer. Ich würde mich freuen, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Ihr Friedrich Schönfelder.